Aussitzen ist ein sehr wichtiger Aspekt an der Meditation. Wenn du das nicht machst, wenn das nicht der Gewohnheit wird, besteht unter anderem die Chance, dass du unterscheidest zwischen einer guten und einer nicht so guten Meditation und dass du bei den guten Meditationen sitzen bleibst und bei das, was keine gute Meditation ist, dann stehst du einfach wieder auf. Und da ist die Chance ziemlich groß, dass Meditation dann sowas wird von du hast den bevorzugten Geisteszustand, die du gerne erreichst in der Meditation und du setzt dich hin, um diesen Geisteszustand zu erlangen. Und darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du aufwachst in dein Leben, in alles, was so läuft, wie du es haben willst, aber auch in alles, was nicht so läuft, wie du es haben willst. Und wir lernen einfach zu sein mit was ist, mit das Langweilige, mit das Ekelige, mit das Erschreckende, mit das Verwirrende, mit alles. Und da entsteht eine Grundhaltung von, ich kann sein mit was da ist, mit was aufkommt und wieder vergeht.